vermisste Seniorin wieder aufgetaucht. Die vermisste Jeanette K. aus Dortmund ist am Montagnachmittag in Duisburg aufgefunden worden. Zeugen meldeten sich gegen 16.15 Uhr bei der Polizei. Sie teilten mit, dass vor einem Tennisclub auf der Borkhofer Straße in Mittelmeiderich eine Frau stehen würde, die einen verwirrten Eindruck mache. Die Polizei fand die 77-Jährige und brachte sie zur Wache. Tierschützer planen Demo vor dem Duisburger Zoo. Tierschützer von ProWahl und dem Hagener Wahl- und Delfinschutzforum wollen morgen ab 11 Uhr vor dem Duisburger Zoo demonstrieren. Sie fordern unter anderem von der EU mehr Wasser für Delfinarien. Die Protestaktion ist Teil einer Europatour mit Demonstrationen vor 19 Delfinarien gegen die Gefangenschaftshaltung von Delfinen in Zoos und Vergnügungsparks. Zum Abschluss der Demonstrationstour soll am Samstag, dem 4. Juni, eine Kundgebung der Tierschützer vor dem Europäischen Parlament in Brüssel stattfinden. NGG Nordrhein warnt vor steigender Altersarmut. Immer mehr Rentner in Duisburg sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Im vergangenen Jahr erhielten 7.492 Menschen Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung. Das sind 63% mehr als noch vor 10 Jahren, wie aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes beweisen. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten Nordrhein warnt angesichts dieser Zahlen vor einer weiteren Zunahme der Altersarmut und fordert eine Stärkung des gesetzlichen Rentenniveaus. Ohne dies würden gerade die jungen Beschäftigten später in Altersarmut geschickt. Denn derzeit laufe die Rente für sie auf 43% ihres Einkommens hinaus. Aber alles unter 50% sei extrem ungerecht, so die Gewerkschaft. Zudem dürfen tarifliche und betriebliche Zusatzrenten nicht länger auf die Grundsicherung angerechnet werden. 60 Millionen Euro für notleidende Kinder. Die Kindernothilfe in Duisburg unterstützte im vergangenen Jahr fast 2 Millionen Kinder in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Die Spendengelder umfassten eine Höhe von fast 60 Millionen Euro. Gegenüber 2014 war das ein Anstieg von 3,4 Millionen Euro. Allein die humanitäre Hilfe belief sich 2015 auf 8,9 Millionen Euro. Auch für das laufende Jahr rechnet die Kindernothilfe angesichts der Hungersnöte und Naturkatastrophen in Afrika und Lateinamerika mit einem hohen Bedarf an Spenden für die humanitäre Hilfe. Neue Regelung soll Kurzstrecke einfacher machen. Ab dem 1. Juni gibt es bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft eine neue Regelung für den Kurzstreckentarif. Ab morgen lautet die Faustformel Einstieg plus 3 Haltestellen. Wer beispielsweise an der Haltestelle Hauptbahnhof einsteigt, kann mit dem Kurzstreckenticket bis zur Haltestelle Platanenhof fahren. Ab dem Stichtag gilt die neue Regelung fast ausnahmslos für Direktfahrten auf allen Bus-, Straßenbahn- und U-Bahn-Linien der DVG. Nur für die Schnellbuslinien sowie auf der Tunnelstrecke zwischen den Haltestellen auf dem Damm und Düssern-U-Bahnhof und in Gegenrichtung gilt aufgrund der großen Abstände zwischen den Haltestellen eine andere Regelung. Der Fahrschein gilt jetzt maximal 20 Minuten Abstempeln oder Online-Kauf. Umsteigemöglichkeiten gibt es keine. UDE-Professorin in Beirat zur Sozialpolitikforschung berufen. Professorin der Universität Duisburg-Essen Dr. Ute Klammer wurde nun von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles in den Beirat eines neuen Gremiums berufen. Ziel des sogenannten Fördernetzwerks Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung ist es, eine unabhängige Forschung zu gewährleisten. Unter anderem wird über die Vergabe von Stiftungsprofessuren und der Nachwuchsförderung beraten. Klammer soll in dem Gremium mit Fachleuten aus Soziologie, Politik, Wirtschaftsrechts, Geschichtswissenschaften und christlicher Sozialethik sowie mit verschiedenen Bundesorganisationen zusammenarbeiten. Am 2. Juni konstituiert sich der Beirat in Berlin. 22. Duisburger Matjesfest erreicht Rekordzahlen. Nachdem das 22. Duisburger Matjesfest am Sonntag zu Ende ging, zogen die Veranstalter nun Bilanz. Die teilnehmenden Händler und die veranstaltende Duisburg-Kontor GmbH erlebte eine Rekordveranstaltung, was Stimmung, Wetter, Besucherzahl und verkaufte Matjes-Doppelfilets betraf. Die Besucherfrequenz wird auf etwa 60.000 Gäste geschätzt. Darunter gab es auch viele holländische Besucher. Stärkster Umsatztag war der Fronleichnamsdonnerstag. Besonders freuen sich Händler und Duisburg-Kontor über den Matjes-Rekordabsatz. Gut 120.000 Doppelfilets gingen an den 4 Tagen über die Theke.
Mal Sonne, mal Wolken, insgesamt aber trocken. So zeigte sich heute das Wetter über Duisburg. Morgen ziehen dann wieder Wolken auf, die teils Schauer und Gewitter bringen. Besonders für den Nachmittag gibt es eine Unwetterwarnung. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 21 Grad. Auch am Donnerstag besteht den ganzen Tag über die Gefahr von gewittrigen Schauern. Die Werte erreichen bis zu 25 Grad. Der Freitag startet wechselnd bewölkt. Hin und wieder lässt sich die Sonne blicken. Gegen Abend kann es aber wieder zu Schauern kommen, die in weiten Teilen auch Blitz und Donner mit sich bringen. Raser aufgepasst! Auch morgen stehen wieder Blitzer in Duisburg. Unter anderem beim Knevelshof in Wannheim-Angerhausen und auf der Fiskusstraße in Neumühl. Und Baustellen behindern die freie Fahrt. Die Ziegelhorststraße in Röttgersbach ist noch bis Ende Juni eine Einbahnstraße. Umleitungen für die Gegenrichtungen sind ausgeschildert. Und auch die Lindenallee in Bergheim ist momentan nur in eine Richtung befahrbar. Grund ist ein Straßenausbau. Der erste Abschnitt soll Anfang Juli fertig sein, die komplette Straße im November. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.